Herzlich willkommen zur dritten Folge des Buff Shipyards. Heute stellen wir euch den Tier 6 Zerstörer, die Farragut, vor. Die Farragut ist ein Zerstörer im ganz klassischen Sinne. Kleiner, schneller und wendiger als die meisten anderen Schiffsklassen und dazu mit Torpedos bewaffnet. Die ersten der insgesamt 8 Schiffe wurden 1934 in Dienst gestellt und nahmen an so ziemlich jeder wichtigen Schlacht im Pazifikraum des Zweiten Weltkriegs teil. Unter anderem die Schlacht um Midway und natürlich der berühmte Angriff der Japaner auf Pearl Harbor. Interessanterweise gelang es nie einem Feind, ein Schiff der Farragut-Klasse zu versenken. So versenkte sich die USS Warden beispielsweise selber, indem der Kapitän sie auf Grund laufen ließ, 2 weitere Schiffe gingen in einem Taifun unter. Und die restlichen Schiffe der Reihe wurden nach dem Zweiten Weltkrieg ausgemustert und abgefragt. Die Farragut ist ausgerüstet mit insgesamt 8 Torpedos a 533 mm und einer Reichweite von 5,5 km. Dazu kommen dann noch 4 127 mm Geschütze mit einer sehr hohen Feuerrate und einer Reichweite von über 11 km. Genug der trockenen Theorie, schauen wir uns die Farragut mal im Gefecht an. Mit ihrer Wendigkeit, Beschleunigung und 37 Knoten Endgeschwindigkeit ist sie den meisten anderen Schiffsklassen zwar überlegen, für einen Zerstörer allerdings ist dies maximal Durchschnitt. Ein großer Vorteil der Farragut gegenüber anderen Zerstörern ist, dass sie alle 8 Torpedos auf derselben Seite des Schiffes ablassen kann. Damit könnt ihr dem Gegner während einer einzigen Wende quasi ein ganzes Torpedofeld entgegenschicken und befindet euch gleichzeitig sofort wieder auf dem Rückzug. Das ist auch bitter nötig, denn im Nahkampf stehen eure Chancen mit der Farragut eher schlecht. Es sei denn natürlich, ihr schafft es, den Gegner zu versenken, bevor er euch wirklich gefährlich werden kann. Auch wenn die Torpedos eure gefährlichste Waffe sind, besitzt die Farragut 4 nicht zu verachtende Geschütze. Mit den 127 mm Kanonen ist sie den meisten anderen Zerstörern sowohl in Reichweite als auch in Feuerrate deutlich überlegen. Die Präzision lässt allerdings sehr zu wünschen übrig. Die Geschwindigkeit, mit der ihr eure Kanonen drehen könnt, entspricht der anderer amerikanischer Zerstörer, in etwa 12 Sekunden für 180 Grad Drehung. Das ist besonders gegen japanische Zerstörer ein großer Vorteil, denn die brauchen mindestens dreimal so lange, um ihren Turm zu drehen. Den Gegner immer sofort unter Feuer zu nehmen, macht zwar Spaß, ist aber oftmals nicht die beste Lösung. Auch wenn die Farragut für einen Zerstörer eine eher schwache Tarnung hat, macht es manchmal durchaus Sinn, sich an den gegnerischen Schiffen vorbeizumogeln. Denn hinter den feindlichen Linien aus Zerstörern und Kreuzern warten meistens die Schlachtschiffe und Flugzeugträger, und die sind eure eigentlichen Ziele. Sie sind langsam, schwerfällig und lassen sich von Zerstörern gut ausmanövrieren. Zudem stellen sie ein gefundenes Fressen für eure Torpedos dar. Die Torpedobomber der Flugzeugträger stellen für euch übrigens keine sonderlich große Gefahr dar. Neben der guten Luftabwehr der Farragut, die bereits ab 5 km Flugzeuge vom Himmel holt, seid ihr schlicht zu schnell und zu wendig und könnt die Torpedos ganz einfach ausmanövrieren. Wirklich Sorgen machen müsst ihr euch erst, wenn ihr einem gegnerischen Flugzeugträger zu nahe kommt. Denn viele von ihnen sind mit einer Sekundärartillerie ausgestattet, die durchaus das Potenzial hat, einem Zerstörer schweren Schaden zuzufügen. Dann fassen wir nochmal kurz zusammen. Die Farragut ist ein Zerstörer, der extrem hohen Alpha-Schaden per Torpedos verursachen kann, einfach da er 8 Stück in dieselbe Richtung schicken kann. Zudem besitzt er 4 Kanonen mit einer hohen Feuerrate und Reichweite sowie eine ordentliche Luftabwehr. Die genannten Kanonen sind allerdings nicht sehr präzise und auch die Torpedos haben einen großen Nachteil, ihre kurze Reichweite mit nur 5,5 Kilometern. Außerdem hat die Farragut für einen Zerstörer einen eher schwachen Tarnwert. Gegnerische Schiffe können euch bereits aus 7,6 Kilometern erkennen. Für 2 verschiedene Spielweisen eignet sich die Farragut besonders gut. Zum einen die sogenannte Hit-and-Run-Taktik, also auf die gegnerischen Schiffe zusteuern, in einer Wende die Torpedos ablegen und schnell wieder verschwinden. Zum anderen könnt ihr versuchen, am Rand der Karte durchzubrechen und gegnerische Schlachtschiffe oder Flugzeugträger direkt zu attackieren. Je nachdem, was euch mehr Spaß macht. Das war's für die Farragut. Wir sehen uns in der nächsten Folge vom Buff Shipyard, dann mit dem Flugzeugträger der Lexington. In diesem Sinne, bis bald!